Willkommen, mein Name ist Marius Ebert. Ich greife eine Frage auf, die mir jemand per E-Mail geschrieben hat, nämlich ob er ein Buch oder mehrere Bücher lesen soll zur Prüfungsvorbereitung. Und ich will das mal allgemein erläutern. Zunächst einmal, das Lesen von Büchern zur Prüfungsvorbereitung bringt Ihnen genau gar nichts. Null. Absolut nichts bringt Ihnen das, außer dass Sie Geld verloren haben, um das Buch zu kaufen. Das ist das, was Sie haben. Und Sie haben vielleicht noch, wenn Ihnen das wichtig ist, den guten Eindruck, den Sie erwecken können, wenn Sie sich das Buch ins Bücherregal stellen und das schlau aussieht, wenn Sie mal Besuch bekommen und da jemand diese Bücher sieht. Wenn Ihnen das wichtig ist. Es gibt Leute, denen ist das wichtig. Ansonsten, für die Prüfungsvorbereitung, das ist Thema dieses Videos, bringt Ihnen das Lesen von Büchern überhaupt nichts. Und ich will es noch deutlicher formulieren. Bücher lesen, und damit meine ich diese Fachbücher für den jeweiligen Prüfungsabschluss. Diese Bücher wirklich lesen kann man nur dann, wenn man sowieso alles weiß, was in den Büchern drinsteht. Dann kann man dieses Buch lesen. Also ich kann zum Beispiel ein solches Buch lesen und dann sehe ich an einer Stelle, aha, hier weicht er ab von der üblichen Meinung, weil ich die übliche Meinung kenne und weil ich weiß, wo ich diesen Autor einordnen kann. Weil ich eine strukturelle Vorbildung habe, die ich mir in Jahren erarbeitet habe. Aber der Prüfungskandidat, der ist ja gar nicht auf diesem Wissensstand. Also Bücher lesen, und ich meine wirklich den Akt des Lesens, kann man nur, wenn man sowieso schon alles weiß, was in dem Buch drin steht. Sonst kann man ein Buch nicht lesen. Und ich rede von Fachbüchern, ich rede nicht von Kriminalromanen. Die können Sie lesen, aber ich rede hier von Fachbüchern. Ja, also der Akt des Lesens ist ein völlig sinnloser Akt. Es ist Zeit- und Geldverschwendung. Bücher lesen bringt Ihnen gar nichts. Ich schreibe es nochmal hin. Es ist Zeit- und Geldverschwendung. Ich habe an vielen Stellen in anderen Videos gesagt, dieser Bücherkauf ist so eine Art moderner Ablasshandel. Ja, man beruhigt sein Gewissen, indem man da 65,80 € für irgendein Lehrbuch bezahlt. Und dann fühlt man sich besser. Aber das Einzige, was passiert ist, ist, dass man 65,80 € jetzt ausgegeben hat. Man ist aber kein bisschen schlauer geworden. Und man wird auch kein bisschen schlauer. Wenn Sie eine Prüfungsvorbereitung machen wollen mit Büchern, und das ist ein harter Weg, ein schwerer Weg, aber ich kenne Leute, die diesen Weg erfolgreich gegangen sind. Es sind nicht viele, aber es gibt Leute, die haben sich im Selbststudium vorbereitet auf den Wirtschaftsfachwirt, auf den Betriebswirt IHK und vor kurzem habe ich jemanden kennengelernt auf den technischen Betriebswirt. Das sind im Laufe der 25 Jahre, wo ich in diesem Markt bin, nur ganz, ganz wenige, aber es gibt sie. Wenn man also eine Prüfungsvorbereitung macht mit Hilfe der Literatur, dann bringt das Lesen überhaupt nichts. Aber wenn Sie anders mit dem Buch umgehen, dann kann es Ihnen was bringen. Das Erste, was Sie machen müssen, Sie müssen die Struktur des Buches studieren. Und gegebenenfalls auch das Vorwort lesen. Ja? Also genau da, wo 98% der Leute weiterblättern, weil sie total fixiert sind auf den Inhalt. Sie blättern durch das Inhaltsverzeichnis. Inhaltsverzeichnis ist die Struktur. Sie überblättern das Vorwort und fangen auf der ersten Seite an zu lesen, weil sie da rangehen an dieses Buch, als sei es ein Kriminalroman. Und im Kriminalroman, da braucht man kein Vorwort. Und da interessiert auch einen vielleicht die Danksagung des Autors nicht so, sondern möchte die Geschichte haben. Hier ist es anders. Es ist kein Kriminalroman. Nur die Leute gehen daran genauso wie an einen Kriminalroman.
Und das ist eben falsch. Man muss die Struktur studieren. Struktur finden wir im Inhaltsverzeichnis. Und ich mache noch ein Video, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal gemacht habe, aber ich mache noch ein Video, wie man sich so eine Struktur erschließt. Ja, im Prinzip schaut man sich erstmal die Hauptpunkte an und versucht dann, diese Hauptpunkte zu verstehen. Warum ist das erste zuerst und das zweite als zweites und das dritte als drittes? Man versucht, die Logik dieser Gliederung zu verstehen und so weiter. Was habe ich denn hier geschrieben? Inhaltsverzeichnis wollte ich sagen. Inhaltsverzeichnis. Also im Inhaltsverzeichnis findet man die Struktur. So. Und wie man das Inhaltsverzeichnis, also die Struktur eines Lehrbuchs studiert, das erkläre ich in einem anderen Video. Das ist also das Erste, was man tun muss. Die Struktur studieren. Und dann muss man sich das Buch erarbeiten. Lesen ist also überhaupt nicht die richtige Aktion, sondern Schreiben ist hier die richtige Aktion. Buch erarbeiten heißt Schreiben. Und ein sehr guter Weg, um sich ein Buch zu erarbeiten, ist das Mindmapping. Mindmaps erstellen. Und zwar wirklich am besten mit der Schreibhand und nicht mit einem digitalen Programm, von denen es eine Menge gibt und die auch wirklich ganz nett sind. Aber es ist besser, solange Sie eine schriftliche Prüfung haben, wo Sie mit Ihrer Schreibhand arbeiten müssen, ist es gut, dass Sie sich genauso vorbereiten, nämlich mit Ihrer Schreibhand. Also ein Buch erarbeiten kann man zum Beispiel dadurch, dass man sich Mindmaps erstellt. Das ist also nicht etwas, was Sie auf der Couch machen. Ja, Buch lesen bedeutet auf der Couch sitzen oder liegen, schön gemütlich. Buch nutzen für Prüfungsvorbereitung bedeutet am Schreibtisch sitzen. Und der Schreibtisch heißt Schreibtisch, weil das Wort Schreiben da drin steckt. Und das Buch erarbeiten heißt Schreiben, zum Beispiel Mindmaps erstellen. Ja, ist nicht die einzige Möglichkeit. Man kann auch Stichworte exzerpieren und so, aber Mindmapping hat ja diesen Gedanken der Stichworte, aber eben gleich strukturiert in Form der Mindmap. Deswegen ist Mindmapping ein sehr guter Weg, aber sicher nicht der einzige. Man kann auch Bücher zum Beispiel in Frage- und Antwortform aufbereiten. Also statt Mindmaps zu erstellen oder zusätzlich zum Erstellen der Mindmaps kann man Frage und Antwort erstellen. Ja, und zwar auf Lernkarten. Ja, Vorderseite Frage, Rückseite Antwort ist zum Beispiel ein Weg. Frage und Antwort erstellen. Und das alles, was ist der Grundgedanke hier? Das Ganze ist aktiv. Und Bücher lesen ist passiv. Und dieses Passive bringt Ihnen, wie ich jetzt schon mehrfach gesagt habe, überhaupt nichts. Sondern wenn Sie ein Buch nutzen zur Prüfungsvorbereitung, dann müssen Sie aktiv mit diesem Buch arbeiten. Und denken Sie an meine Definition. Die ist, glaube ich, immer wieder ganz hilfreich. Meine Definition von Lernen. Lernen ist intelligente Produktivität sichtbar gemacht. Oder verkürzt, Lernen ist Produktivität. Lernen ist Produktivität. Einwirken lassen. Lernen ist Produktivität sichtbar gemacht. Ja, zum Beispiel Mindmaps hier oder Lernkarten schreiben, da machen Sie Ihre Produktivität sichtbar. Und intelligente Produktivität ist eben eine Struktur sich erarbeiten, Frage und Antwort rausziehen aus dem Buch. Das ist intelligente Produktivität. Dumme Produktivität ist das Buch bunt malen mit Textmarker. Das ist dumme Produktivität und bringt tendenziell ebenfalls gar nichts. Lernen ist intelligente Produktivität sichtbar gemacht. Und nur wenn Sie diesen Satz beherzigen, dann dürfen Sie überhaupt Bücher nutzen für die Prüfungsvorbereitung. Wenn Ihnen das klar ist, dass Sie mit dem Ablasshandel nicht weiterkommen, dass Sie da nur Geld verlieren,
sondern dass sie selber aktiv etwas tun müssen und nicht passiv etwas konsumieren, was das Wort lesen bedeutet. Ja, also wenn Sie das beherzigen, dann und nur dann lautet die Frage ja, Bücher nicht lesen, sondern erarbeiten, sich erarbeiten als Prüfungsvorbereitung, da lautet die Antwort ja. Ansonsten Bücher lesen als Prüfungsvorbereitung lautet die Antwort nein, denn es bringt gar nichts. Alles Gute, Marius Ebert. Für Lernhilfen und Prüfungstipps klicken Sie auf den Link unter diesem Video.